So, wunderschönen guten Morgen. Ich sehe, dass wir beschlussfähig sind. Deshalb starten wir jetzt unsere Fraktionssitzung. 3 Minuten zu spät. Nein, du hast 3 Minuten zu spät. Ja. Bei Toso, ja, nicht bei mir. Wir beginnen mit Top Nummer 1, Feststellung der Anwesenden. Und dann gibt es 2 Anträge auf nicht öffentliche Teile. Teil 1 ist Personalfragen, Teil 2 geht es um den Abstimmung für öffentliche Ergebnisse Klausurtagung. Gibt es Widerstand gegen einen nicht öffentlichen Teil oder braucht jemand dazu noch weitere Informationen? Ich sehe weder Fragen noch Widerstände. Damit machen. Toso? Um was ging es nochmal? Es geht. Zum einen um Personalfragen, im zweiten nicht öffentlichen geht es um Abstimmung, Veröffentlichung, Ergebnisse, Klausurtagung. Ja, alles klar. Ja? Wunderbar, dann machen wir einen nicht öffentlichen Teil. Ich würde vorschlagen, wie immer nach der Pause, Pause zum 11.30 Uhr, also gegen 11.45 Uhr machen wir dann einen nicht öffentlichen Teil. Dann kommen wir zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes. Ich glaube, es beginnt der Ingo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten gestern und auch in den Tagen davor und wahrscheinlich auch heute und auch in den kommenden Tagen zahlreiche Medienanfragen. Unter anderem gestern hat Sat.1 angefragt gehabt, den Daniel Düngel wegen Fußball und den Ausschreitungen am Wochenende und unserer Position dazu. Außerdem haben wir momentan die Flüchtlinge, Thema Migration, thematisiert. Das werden wir auch als Landtag internen Seite entsprechend pushen, das Thema. Landtag intern müssen wir heute bzw. spätestens morgen abgeben. Die Fraktionsseite steht soweit, Schlag auf Schlag im Prinzip auch. Da müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen grammatikalisch drüber gehen. Aber das Thema Handwerk mit Daniel Schwert wurde soweit auch fertig vorbereitet. In dieser Woche werden wir noch die Snowden-Art, die Vernissage am Montag entsprechend pushen und die Veranstaltung Internet und Emanzipation, wo Attac eingeladen hat und wir als Fraktion ja uns entsprechend beteiligen. Das werden wir diese Woche auch noch auf den Blog stellen. Ansonsten haben wir gestern im Vorstand nochmal beraten, wie wir mit den Flyern umgehen. Es gibt ja 2 der Art, einmal den 20-Piraten-Flyer mit den ganzen Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Fotos und so. Da sich ja in der vergangenen Woche einige Funktionen verändert haben, ist es jetzt Zeit, da eine Neuauflage in Angriff zu nehmen. Wir haben gesagt, dass wir die 2 jetzt inhaltlich soweit vorbereiten, wie wir das jetzt aktuell können. Wir allerdings noch auf eine Entscheidung zu diversen Ausschüssen warten und sobald das da entsprechend entschieden wurde, dann in Druck gehen können. Läuft alles nach Plan, könnten wir also so gegen Karneval Ende Februar mit neuen Flyern rechnen. Der andere Flyer, an dem wir momentan arbeiten, ist Piraten wirken. Da hatten wir ja gesagt, dass wir zu unserem 2-jährigen eine Neuauflage machen wollen. Da gibt es auch den PET. Und fast alle Ausschüsse haben sich bereits daran beteiligt und Inhalte reingeschrieben. Die Ausschüsse, die das noch nicht getan haben, schrägstrich die MDLs oder Fachreferenten, je nachdem, wie man sich da aufteilt, würde ich bitten, das schnellstmöglich nachzuholen. Es gibt noch 6 Ausschüsse, von denen gar nichts kam. Ich hatte die Anmeldeschluss, was eigentlich letzte Woche war, auf heute Nachmittag verlängert. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass die 6 Ausschüsse, die noch nichts geliefert haben, das noch im Laufe des Tages tun können. Wie gesagt, da gibt es ein Pad, auch diverse E-Mails und wäre super, wenn da eine entsprechende Zulieferung käme. Dann noch eine Bitte von uns. Wenn ihr MDLs blockt, ist das ja im Prinzip total supi. Wenn ihr dabei feststellt oder das Gefühl habt, es könnte ein mediales Interesse bei diesem Bloginhalt bestehen, würde ich mich total über einen kurzen Anruf oder Nachricht oder Rauchzeichen, Brieftauben, wie auch immer freuen, sodass ich Gelegenheit habe, diesen Blog auch mit als erstes zu lesen und mich darauf vorzubereiten, weil es ist total dämlich, wenn Journalisten anrufen und sagen, der Kollege XY hat ja geblockt, was hält denn die Fraktion davon und ich muss erst mal gucken, wo denn dieser Blog, also ich bin zwar schon sehr geübt dabei, sehr viele Internetseiten gleichzeitig zu lesen, aber manchmal
je nach Stressanfall. Ne? So. Also von daher, wenn ihr jetzt über das Abendessen von gestern Abend blockt, müsst ihr mich nicht darüber informieren, aber wenn es irgendwie Potenzial hat, dass die Medien Interesse haben könnten, wäre es total super, wenn ihr mich kurz informieren könntet. So, und eine letzte Sache, der Kollege mit Fotoapparat, der auch filmen kann, ist vom WDR. Dann Neuhaus sitzt ebenfalls da als verantwortlicher Redakteur. Die wollen heute so ein bisschen uns begleiten, schicke Bilder machen. Ich habe sehr herzlich eingeladen zu einer Fraktionssitzung, auch kundgetan, dass private Monitore nicht abgefilmt werden dürfen, so das Übliche. Und von daher, benehmt euch. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Ingo. Dann kommen wir zum weiteren Bericht des Vorstandes. Nico, bitte. Ja, möchte das nicht unnötig in die Länge ziehen. Presseteil war ein großer Teil der Vorstandssitzung. Wir haben dann noch über Organisatorisches geredet, über weitere Veranstaltungen, die in Planung sind, hat der Ingo gerade auch schon etwas zu erzählt. Alle Details, wie immer, im Pad über die Vorstandssitzung. Dann denke ich, können wir weiter im Text machen. Gut. Gibt es nicht. Gut, dann kommt jetzt der Top 3 Umlaufbeschlüsse. Meines Kenntnisstandes war nichts Unausgegorenes, nicht final Abgestimmtes oder nicht eindeutig Abgestimmtes mit dabei. Ansonsten müsstet ihr mir weiterhelfen, weil hier steht nichts drin. Daniel? Zumindest von mir gab es einen Umlaufbeschluss entsprechend. Aber, also den wir ja eigentlich zwangsläufig auf die TO setzen müssten. Ich empfinde es aber so, dass der in dem einen Teil des nicht öffentlichen Parts gut drin aufgehoben ist. Und ich würde den quasi formell dann zurückziehen, damit das auch alles so seine Sauberkeit hat, ja. Und Richtigkeit und so. Ja, ist mir scheißegal. Alles klar, also du hast das Gefühl, dass wir das dann im nicht öffentlichen Teil dann entspricht. Ganz genau. Gut, alles klar. Ich würde Oliver bitten, das hat früher sonst der Tose gemacht, nochmal über die Umlaufbeschlüsse zu schauen, dass wir für die nächste Fraktionssitzung, dass du auch nochmal da kurz reinguckst, ob da noch was offen ist, dass wir das hier dann unter Top 3 haben. Danke. Dann kommen wir. Zur Vollständigkeit, aber die haben wir vergessen. Gut. Dann kommen wir zu Top 4, Beschlussfassung, Antrag Gestia Top 9. Wer möchte da was zu sagen? Michel? Das war die Präsenzzeit. Ja, ich habe euch die endgültige Version irgendwann heute Nacht zugemailt. Es gab ja Leute, die wollten sich das nochmal angucken. Der Antrag ist soweit fertig. Von daher mag ihn sich jeder angeguckt haben und wir können jetzt darüber abstimmen. Es hat sich auch nichts mehr inhaltlich wirklich geändert. Also. Ich sehe keine Fragen, es fühlt sich auch jeder informiert. Dann können wir den Antrag auch direkt abstimmen. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag so in der Form, wie Michelle heute Nacht rumgemeldet hat, ins Plenum einbringen? Ja, ich mache das mit dem Dingens hier. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13 dafür. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 1, 2. Christa Symbion oder sollen die nochmal? Ja? Super. So, damit ist er positiv beschieden. Wir kommen zum nächsten Top. Das ist der Top Nummer 5. Antrag auf Veröffentlichung der Jobcenter-Telefonisten, die bisher von Harald Thome, Tacheles e.V. im Internet veröffentlicht wurden, auf dem Fraktionsserver. Ja. Den Job habe ich reingestellt. Es geht darum, ich fasse das mal eben ganz kurz zusammen. Es gibt ein Urteil vom Verwaltungsgericht Leipzig, das sagt, dass Telefonadressen, also Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Jobcenter-Mitarbeitern, jetzt nicht deren Privatadressen, sondern deren Jobcenter-Adressen,
frei zugänglich zu sein haben. Und daraufhin, also das ist schon etwas älter, das ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil die Jobcenter dagegen Beschwerde eingelegt haben. Jetzt werden diese Listen der Harald Thomé, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, also Tacheles e.V., der sammelt jetzt alle Listen, also jeder, der jetzt irgendwie eine Telefonnummer kriegt von einem Jobcenter, kann die ihm melden, der hat die dann ein Jahr lang veröffentlicht, es haben sogar Jobcenter mitgearbeitet, also es haben sogar Jobcenter ihre kompletten Telefonlisten und E-Mail-Adresslisten an Thomé gesendet, damit er sie veröffentlichen kann. Andere Jobcenter klagen dagegen, beziehungsweise haben jetzt angefangen, zum Beispiel alle ihre Mitarbeiter aufzufordern, einzelne Unterlassungsklagen gegen Thomé zu unternehmen. Er ist jetzt sehr, sehr in Bedrängnis und hat die Listen zum 15. diesen Monats eingestellt. Das hat er am 8.1. diesen Monats verkündet, per Newsletter von Tacheles e.V. oder von seinem persönlichen Newsletter, und hat jetzt aufgehört und hat dann eine Aufforderung gemacht, ob nicht möglich wäre, dass Vereine, Parteien, andere Privatpersonen diese Listen veröffentlichen. Und ich finde, das verpasst uns, also es steht uns ganz gut, dass wir, also ich habe jetzt schon mal Kontakt mit ihm aufgenommen. Er hat dann, ja, ich muss sagen, mir persönlich abgeraten. Ich habe ihn erstmal nur ganz blöd gefragt, ob man das machen könnte. Ich hatte dann auch in der Ich-Form hauptsächlich geschrieben. Und er meinte, er würde mir davon abraten, weil das ist wirklich massiv gewesen, was er da an Bedrohungen bekommen hat. Und da würde mich auch angeblich mein Status als MDL nicht schützen. Jetzt weiß ich es nicht. Ich würde es ja wahrscheinlich trotzdem machen. Allerdings fände ich es besser, wenn man das Ganze auf unserem Server veröffentlichen. Ich bin jetzt auch schon mit den Berlinern, sprich mit dem Alexander Spieß in Verbindung, ob das nicht eventuell dann auch noch auf deren Server gespiegelt wird, weil, da muss man auch dazu sagen, Berlin wohl eines der härtesten Agenturen ist, die dagegen vorgehen. Berlin und Hessen, die sind wohl besonders hart dagegen, gegen diese Listen. Und da ist jetzt eigentlich eben einfach der Antrag, ob wir diese Listen, die weiterhin vom Thomé gepflegt werden würden, auf unserem Server veröffentlichen würden. Danebold. Ja, ich habe diesen Thomé-Newsletter auch abonniert und hatte die Sache also auch auf dem Schirm. Ich bin ganz stark dafür, dass wir das machen. Das sind wichtige Informationen. Wir setzen auch ein Zeichen. Wir lassen uns da nicht einschüchtern. Dass man als Hartz-IV-Empfänger oder Arbeitsloser auf ALG 1 ständig, wenn man irgendwelche Termine und Nachfragen hat, mit einem Callcenter reden muss, mit Leuten, die irgendwo in Neubrandenburg sitzen und keine Ahnung haben, weil sie natürlich mit dem Fall direkt nicht befasst sind, ist eine Sauerei. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, mit ihren Sachbearbeitern direkt Kontakt aufnehmen zu können. Punkt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und ich bin wirklich stark dafür, dass wir das machen. Ja, ich sehe keinen weiteren Redebedarf. Dann können wir das auch direkt abstimmen. Also wer dafür ist, dass wir diese Listen auf unseren Fraktionsservern veröffentlichen, der bitte... Daniel. Also ich finde das wirklich gut. Und ich glaube auch, dass wir das machen sollten. Aber jetzt kam hier gerade irgendwie so die Frage auf, ob wir das eigentlich auch so machen. Und das möchte ich mal so im Raum stehen lassen. Kann ja jeder mal drüber nachdenken. Dass wir von uns, von der gesamten Fraktion inklusive Mitarbeiterstab, alle Telefonnummern im Internet veröffentlicht haben. Ich hab nur gefragt. Also erstens, ist das, glaube ich, so? Deine Wort? Also erstmal sind wir MDL alle immer erreichbar. Unsere Daten sind da veröffentlicht. Und die Mitarbeiter müssen nicht unbedingt, das ist gar nicht vergleichbar in dem Sinne, das ist Äpfel, Birne, Banane. Unsere Mitarbeiter werden von uns informiert, im Zweifelsfalle, wenn irgendwas anliegt, wenn ein Bürger was möchte. Dafür brauchen wir nicht alle deren Daten zu veröffentlichen, aber zum Teil sind sie veröffentlicht, mindestens zum Teil. Olaf? Ich möchte ja aus dem Urteil von dem Verwaltungsgericht Leipzig zitieren, womit dann vielleicht auch ziemlich klar ausgedrückt ist, dass es schon etwas ein Unterschied ist. Es ist Ausdruck moderner staatlicher Selbstverständnis, dass telefonische Erreichbarkeit in beiden Richtungen unmittelbar sicherzustellen, und zwar auch im sogenannten Massenverfahren und gerade auch in Bereichen, wo es um die soziale Existenz gehen kann.
Und wir haben hier keine, also ob wir hier erreichbar sind oder nicht, das hat keine soziale Existenzproblematik, nicht mal innerhalb von einem Tag. Also dadurch ist keiner einen Tag schlechter oder besser gestellt in der sozialen Existenz. Und das ist auch der Grund, warum das, wenn ich das hier verstehe, richtig verstehe mit dem Urteil, warum das Amtsgericht oder Verwaltungsgericht Leipzig eben ganz definitiv sagt, diese Listen müssen veröffentlicht werden, die müssen öffentlich zugänglich sein. Björn und dann Kai? Ja, zwei Sachen. Ich habe die Listen gesehen. Da stehen Leute drauf, die haben mit dem Kundenverkehr überhaupt nichts zu tun. Da sind Sachbearbeiter, die Dinge bearbeiten. Die müssen von niemandem, der Hartz IV bekommt, da erreicht werden. Da stehen die Namen drauf, da stehen die Telefonnummern drauf. Finde ich kritisch, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich hatte ein Jahr Hartz IV und ich hatte die Telefonnummer von meinem Sachbearbeiter. Die steht nämlich auf dem Brief drauf. Insofern verstehe ich das Problem an der Stelle eigentlich nicht. Ich würde es zumindest rechtlich vorher checken lassen, ob die Nummern von anderen Leuten, die nicht für den Kundenverkehr da sind, wirklich veröffentlicht werden sollten. Kai. Ich kenne mich auf dem Bereich natürlich nicht so aus. Aber die Frage wäre tatsächlich, inwiefern da Namen drinstehen müssen oder ob es auch mit Funktionen geht. Weil das Problem, was beschrieben wurde, heißt ja, die haben keinen direkten Ansprechpartner, die gehen über Callcenter. Das war das, was Danebot gerade sagte. Das darf natürlich nicht sein. Und dementsprechend muss eine Lösung auch so aussehen, dass das überbrückt wird. Und wenn es dafür reicht, die Funktionen anzugeben, dann bin ich für die Funktionen, um halt die Namen da nicht preiszugeben. Aber davon ab bitte ich auch um eine rechtliche Prüfung an der Stelle. Nico? Ja, das Anliegen, auch so wie es halt im Urteilstext da steht, ist berechtigt. Aber natürlich greifen dann trotzdem die Bedenken, die Björn geäußert hat, an der Stelle. Und denen müssten wir in meinen Augen Rechnung tragen. Und darüber hinaus, ich bin nicht dagegen, ne, ganz klar, bin ich grundsätzlich dagegen. Aber wenn wir das jetzt dann beschließen, müssen wir eben auch dieses Risiko bewusst eingehen und uns dann nachher nicht wundern, ja, wenn es zu Konflikten kommt, die dann auch finanzielle Auswirkungen haben. Aber das, denke ich mal, ist okay. Ich möchte nur, dass es jetzt bei der Abstimmung jedem auch bewusst ist. Danebot? Die Daten von Mitarbeitern dort, die möglicherweise oder vielleicht auch tatsächlich nichts mit Kunden direkt zu tun haben, das ist für uns, glaube ich, ziemlich schwierig, das nachzuhalten, wer da was macht in einem Jobcenter und wer nicht. Und diese Daten sind ja auch bereits veröffentlicht. Das heißt, wir machen jetzt nichts schlimmer, falls das tatsächlich ein Fehler ist, die zu veröffentlichen. Ist es nichts, was nicht schon... Nee, das ist nicht ganz dasselbe. Also... Das ist... Du kannst den gleichen nicht zweimal umbringen, das ist schwierig. Also ich sehe, wir wollten ein bisschen mehr offensiv sein und ein bisschen mehr frischen Wind reinbringen, dann sollten wir das jetzt auch machen. Michel? Also ich muss das jetzt trotzdem nochmal unten ins Mikro und fürs Protokoll sagen. Das mit dem Umbringen war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es ist eine super Verteidigungsstrategie demnächst bei den Fußballkrawallen. Sagen andere, haben in den Polizisten auch reingetreten. Ich habe es ja nicht schlimmer gemacht. Das ist total super. Nein, aber ich habe was ganz anderes. Von dem Überspitzten kurz weg, bitte. Ich sehe ein Problem bei der Pflege der Daten. Weil einfach nur die Listen zu nehmen, der Antrag heißt ja, alle bisher im Internet veröffentlichten Listen von Harald Thomae sollen wir jetzt veröffentlichen. Ja, das können wir machen. Nur hat er natürlich die Listen gepflegt. Binden wir uns jetzt mit diesem Antrag ans Bein, dass wir regelmäßig diese Listen weiterpflegen, so wie das vorher der Tacheles e.V. gemacht hat? Weil dann möchte ich auch gerne wissen, wer das tut und wer das natürlich im Endeffekt auch bezahlt, in Anführungszeichen, am Ende. Olaf. Da die Listen intern von dem Thomae weiter gepflegt werden, weil er sie selber für sich und seine Arbeit braucht, im Tacheles e.V., wird es diese Listen weiterhin geben. Das Einzige, was Thomae eingestellt hat am 15. diesen Monats, ist das Veröffentlichen dieser Listen auf seinem Server. Weil jetzt auch eine Strafanzeige gegen ihn läuft, wovon er, also sage ich so, er hat geschrieben,
Am 19. hat er geschrieben, das kann man auch hier über diese Links nachlesen, dass er jetzt erfahren habe, dass. Also das ist noch so, es ist ihm wohl gesagt worden, es ist ihm wohl noch nicht von offizieller Seite mitgeteilt worden. Aber er hat die ganze Zeit einen ziemlichen Stress schon seit über einem Jahr und hat die deswegen jetzt eingestellt. Aber die Listen werden trotzdem ja weiter von ihm gepflegt, weil er die ja für seine Arbeit zum Teil braucht. Und das wäre auch das weitere Vorgehen. Ich sehe uns auch nicht in der Lage, die zu pflegen. Und da hatte ich auch schon nachgefragt. Ja, Tomé würde diese Listen weiter, also der Tacheles e.V. würde diese Listen weiter pflegen und würden dann, und das war ja auch ein Aufruf, das ist auch ein Aufruf von ihm vom 8.1., dass er darum bittet, dass Vereine und eben auch Vereine, Organisationen, Fraktionen hat er sogar, glaube ich, auch da reingeschrieben, diese Sachen veröffentlichen, auch unter der Hoffnung, dass wenn die Sachen eine große Verbreitung im Internet finden, dass es sowieso dann schwachsinnig ist, weiterhin zu fordern, diese Sachen aus dem Netz zu nehmen. Also, dass es praktisch nicht mehr machbar ist. Dass es dann theoretisch immer noch bei Klagen von einzelne Serverbetreiber kommen kann, ist klar, aber es ist dann praktisch nicht mehr möglich, diese Sachen wirklich aus dem Netz zu nehmen, weil sie einfach zu sehr verteilt sind. So. Das ist der Hintergrund. Aber wie gesagt, die Listen würden weiter von Tacheles e.V. gepflegt werden. Moni. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was der Björn gesagt hat. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung jetzt aus dem anderen Bereich der Arbeitsagentur, der Berufsberatung, dass jeder, der betreut wird, hat die Nummer der Sachbearbeiterin oder des Sachbearbeiters. Und es gibt ganz viele Stellen, die tatsächlich keinen Kundenkontakt haben, die arbeiten. Und ich weiß halt, dass ich da auch Telefonnummern habe, wo ich gebeten wurde, die nicht weiterzugehen, weil man läuft dann einfach während der Arbeit Gefahr, dass den ganzen Tag das Telefon klingelt und man zu nichts anderem mehr kommt. Und ich würde schon genau unterscheiden, welche Telefonnummern sind wirklich notwendig und müssen öffentlich sein. Aber jetzt eine Liste von jedem, der in der Agentur für Arbeit arbeitet, zu veröffentlichen, halte ich nicht so für sinnvoll. Joachim. Können wir uns an die Redeliste halten? Dankeschön. Joachim. Ja, ich hätte spontan aus dem Bauch raus gesagt, tolle Sachen machen. Aber mich haben tatsächlich auch die Bemerkungen von Björn und das, was Nico danach gesagt hat, sehr nachdenklich gestimmt. Es ist im Worst Case eine juristische Front, die wir hier aufmachen, die nach meinem Dafürhalten nicht in unserem Aufgabenbereich liegt. Ich würde es eher begrüßen, erstens, wenn wir das machen wollen, eine rechtliche Prüfung, das wäre der eine Aktivitätsschritt, den wir machen müssen. Und der andere Schritt wäre, nach meinem Dafürhalten, die Probleme in einen politischen Antrag gießen, dass man halt sagt, dass man sich dafür einsetzt, die Erreichbarkeit entsprechender für einen Leistungsempfänger zuständigen Sachbearbeiter sicherzustellen, politisch sicherzustellen. Eine andere Aufgabe sehe ich da nicht. Also ich würde da nicht zusätzlich eine Front aufmachen wollen. Danke. Michel. Ja, wenn die Listen extern gepflegt werden, kann ich sagen, zwei Herzen schlagen gar in meiner Brust. Juristische Prüfung, uns jetzt selbst aufzuerlegen, das können wir machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir das bei den Dokumenten, die wir als Leaks bekommen haben, auch nicht getan haben, dass wir überprüft haben, ob das jetzt für uns Konsequenzen haben könnte oder nicht, sondern wir haben das einfach mal gemacht. Für mich bleibt tatsächlich am Ende der Datenschutz der Mitarbeiter als das Hauptargument, dass ich sagen würde, in dem Moment, wo jemand tatsächlich nicht für einen Kundenkontakt da ist, wo jemand Verwaltungsarbeit macht und Gefahr läuft, trotzdem er keine Öffentlichkeit ja eigentlich braucht, da in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, würde ich in dem Moment dieser Veröffentlichung dieser Listen mit ganz schweren Bauchschmerzen nur zustimmen können. Nico. Ja, anschließend daran auch, was Joachim gesagt hat, juristisches Risiko bin ich immer bereit einzugehen, that's live, das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, wir haben an der Stelle noch einerseits Klärungsbedarf und dann auch nochmal Diskussions- oder Wertungsbedarf. Und ich würde vorschlagen, auch angesichts der Zeit, dass wir die Diskussion vertagen und dann gegebenenfalls einen Umlaufbeschluss diesbezüglich machen, nachdem uns zum Beispiel vom Justizariat auch nochmal ein Votum an die Hand gegeben wurde. Das wäre jetzt ein direkter Antrag zur Verfahrensweise.
Wäre mir auch ganz recht. Also die ersten 15 Minuten sind ja um. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir stimmen Nikos Antrag auf Vertagung ab. Wer ist dafür, dass wir das jetzt erstmal vertagen, bis das juristisch geklärt ist oder was du sagtest? Nee, nichts Widerstände. Wir stimmen das einfach ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt passt es. Wer ist dagegen, dass wir es vertagen? Wer enthält sich? Okay, 2 und der Rest hat gepennt. Ich würde noch gerne eine Sache sagen, weil ich vielleicht für den Gedankengang noch ganz, vielleicht für den Gedankengang gerade mit der Sache mit der mit den Namen der der dort Arbeitenden wichtig ist. Sorry. Also nochmal, ich möchte nur eben gerne kurz eine Sache sagen, die vielleicht auch für die Leute, die sich jetzt noch einen weiteren Gedanken darüber machen. Mit der Arbeitsagentur Delmenhorst ist ein Kompromiss gefunden worden. Die Listen von denen werden weiterhin veröffentlicht, allerdings ohne Vornamen. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit für uns, so als eine Zwischen. Also Delmenhorst hat sich da wohl drauf eingelassen. Erst haben sie dagegen geklagt und jetzt ist wohl der Kompromiss gefunden worden, ohne Vornamen ist okay. Wollte ich gerade sagen, alle Infos dann zur juristischen Prüfung, du kümmerst dich da weiter drum, Olaf. Ne? Gut, dann haben wir den Punkt beendet, wir haben ihn vertagt und wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 6, Beschluss zur Klausurtagung im Februar, wen das jetzt wundert, klar, wir haben da oft drüber gesprochen und gedudelt und weiß nicht, aber wir haben nie den Beschluss wirklich gefasst, deshalb der Ordnungshalber müssen wir noch beschließen, dass wir am 25. und 26.02. eine Klausurtagung abhalten wollen. Wer ist dafür? 1, 2, 3, 11. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4. Ist das eine Meldung, Kai? 4 Enthaltungen, 11 dafür. Also findet am 25. und 26. eine Klausurtagung statt. Joachim? Wenn ich das jetzt darf, Formalia sind nicht so mein Ding, das wisst ihr, dazu noch den Antrag stellen, dass wir die bewährte Moderation wieder buchen für diesen Tag. Das kriegen wir hin, glaube ich. Es sei denn, es gibt jetzt massive Widerstände, Kai. Bis wann müssen wir Kriterien für den Tagungsort mitteilen, damit wir das angemessen, in einem angemessenen Ort tun? Also ich würde mal sagen, as soon as possible, weil das ja auch alles gebucht werden muss. Also am Licht. Britta. Ich glaube, Bielefeld war mal Thema, weil ja, das geht ja schon Richtung Karneval und wir wollten möglichst hier weit weg aus dem Rheinischen. Ja, wer sich berufen fühlt, kann sich ja kurzfristig in einer Gruppe zusammensetzen und da schon mal eine Kleinigkeit vorbereiten. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Beschluss Schriftführer. Bitte, Nico. Also ich denke, die Situation ist jedem klar. Durch die Arbeit jetzt im Vorstand und speziell halt während der Parlamentszeit als die parlamentarischen Geschäftsführer wird es Oliver und mir ziemlich unmöglich, da noch sinnvoll Schriftführerdienst zu machen, weil es einfach nicht geht. Und selbst für Oliver ist das dann halt nicht vernünftig planbar mit Reden und so weiter. Deswegen bräuchten wir dort für beide Positionen Ersatz. Ich hatte auch schon mal rumgefragt, oder es ging eine E-Mail, glaube ich, auch rum. Bislang hat sich der Marc dankenswerterweise gemeldet. Es würde es begrüßen, wenn wir jetzt da auch noch die zweite Position heute beschließen könnten, abstimmen könnten, sodass wir dann auch beide melden könnten, weil sie müssten ja dann auch in der nächsten Plenarsitzung formal gewählt werden. Da gibt es wahrscheinlich keine großartigen Widerstände um die Arbeitsfähigkeit. Die anderen sind ja auch daran interessiert, die Arbeitsfähigkeit beim Schriftführerdienst zu bewahren. Von daher ist das ja ein formaler Akt, aber wir müssen halt uns auf zwei Kandidaten einigen, beziehungsweise noch auf einen weiteren.
Wie sieht es bei, du hattest dich, glaube ich, schon mal für das... Ich hatte mich damals gemeldet und Olli hatte mich auch gefragt und ich würde, klar, also ich würde das machen. Super, vielen, vielen Dank. Gut, dann hätten wir zwei potenzielle Schriftführer, den Grumpy und den Olaf. Gibt es da massive Widerstände, ungeklärte Fragen? Gut, dann können wir das gerne beschließen. Also wer ist dafür, dass wir Olaf und Grumpy da oben auf das Podest schicken in Zukunft? Ach, Ruhe. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Wer macht das mit der Meldung? Machst du das, Nico? Gut, danke. So, alles ziemlich zügig hier. Der nächste Punkt ist der in den nicht öffentlichen Teil kommt. Das macht ja Sinn. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon, also Top 8 machen wir im nicht öffentlichen, dann kommen wir zu Top 9. Bericht Joachim, wie sieht die Vernetzung mit dem BUFO aus? Ja, gute Zeichen werfen ihre positiven Schatten voraus. Alle zwei Wochen, donnerstags abends um 20 Uhr, ist in Mambel Bundesvorstandssitzung. Und ich glaube, Caro war es, die angeregt hatte, dass man immer als Tagesordnungspunkt 1, als festen Platz in der Top-Liste, einen Bericht der Fraktionen installiert. Ich bin bei der letzten Sitzung anwesend gewesen als Vertreter dieser Fraktion. Außer mir war noch Torge Schmidt für Schleswig-Holstein da. Die beiden anderen konnten nicht. Auch das wurde diskutiert. Es gibt immer wieder das Problem, dass Plenarsitzungen sind und dass irgendeine Fraktion halt keinen entsenden kann. Da hat der BUFO dann darum gebeten, in Spiegelstrichen einen kurzen Bericht der Aktivitäten vorher einzureichen. Ich bin für diese Fraktion, so ihr das denn wollt, gerne bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, da ich auch natürlich intensive Kontakte in die Bundespartei weiter pflegen möchte. Ich habe konkret beim letzten Treffen weniger unsere Anträge behandelt, sondern eher nochmal den Leuten, auch den Zuhörern und dem BUFO erklärt, um die Ereignisse zum Hashtag krankes System und zum Personalwechsel im Vorstand. Da habe ich so 5-6 Minuten geredet und damit war das Ding auch eigentlich erledigt. Es kamen 2-3 Rückfragen. Mein Eindruck war, dass sowohl die Zuhörer als auch der BUFO selbst das sehr gutieren, dass man quasi so, ich sag mal, sei es nur über Mumble, einen Schulterschluss macht zwischen den Fraktionen und der Bundespartei. Ich empfinde das sehr gut und ich muss auch persönlich sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei der Erfüllung dieser Aufgabe. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir in den Bundesvorstand detaillierte Informationen über unsere politischen Aktivitäten geben, damit er seine Koordinationsaufgaben besser wahrnehmen kann. Das wäre es eigentlich. Sind noch Fragen dazu? Daniel. Ja, ich habe ganz viele Fragen, stelle aber nur eine, beziehungsweise eine Anmerkung. Du hast gerade gesagt, also ja, es sind natürlich teilweise Plenarsitzungen, was sich überschneidet. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von den Berlinern auf der Fraktionsliste war, der gefragt hatte. Die hatten ja beim letzten Mal das Problem, ne, dass die Plenarsitzungen hatten, bitte. Der Martin war es, ja. Schönen Gruß nach Berlin. Das lässt sich ja durchaus einrichten, ne? Also mal eben 20 Minuten oder sowas aus dem Plenarsaal rauszugehen und dann, dass eben einer von uns da kurz in die Mumble-Sitzung mit reinspringen kann, finde ich persönlich viel besser, als da irgendwie mit Spiegelstrichen irgendwie was aufzubereiten, wo niemand die Möglichkeit hat, gegebenenfalls noch nachzufragen oder sowas. Also von daher die Bitte, da du das ja sehr gerne übernehmen möchtest, das eventuell halt eben so zeitlich zu koordinieren, dass es für dich dann auch möglich ist, dann eben ganz kurz rauszugehen, wenn halt eben Plenarsitzung ist. Kann man machen. An der Stelle aber noch bitte an die Fraktion. Es gibt durchaus auch donnerstags abends mal andere wichtige Termine, die ich wahrnehmen muss, wo ich dann wirklich nicht rauslaufen kann. Und dann wäre die Frage, ich würde mir für diese... Ich würde... Bitte was? Wir haben ja sowas wie eine Rednerliste, großer Meister. Auch du musst dich daran halten. Das war eine direkte Frage an mich. Entschuldigung. Nö. Ja, war schon eine Frage, aber dann haben wir trotzdem eine Redeliste. Okay. Toso. Ja, böse. Ich finde gut, dass Joachim das machen möchte. Ich fände allerdings schöner, wenn wir da ein rollierendes System reinbringen würden, weil ich glaube, es ist einfach für jeden von uns wichtig, sich mit der Bundesebene weiter zu vernetzen, nicht nur für einen. Und an der Stelle sehe ich auch wirklich jeden hier in der Verantwortung, das zu tun, nicht einen Einzelnen. Joachim?
Das, was du gesagt hast, Thorsten, findet durchaus meine Unterstützung, das Rollieren zu machen. Trotzdem hätte ich gern für die Wahrnehmung dieser Funktion, wenn ich mir jetzt den Schuh anziehe, noch einen designierten Flügelmann, den diese Fraktion bestimmen mag, der zumindest da einspringt. Sonst gibt es wieder diese alte Regel, Team, toll, ein anderer macht's. Also rollierend klappt nicht immer ganz so gut. Man sollte dann Fallback installieren aus zwei Personen, auf die das dann zurückfällt, wenn irgendwas nicht klappt. Danke. Lukas. Ja, ich glaube, das widerspricht jetzt, glaube ich, so ein bisschen dem Vorschlag von Toso. Also den da jetzt halt wirklich alle mal hinzuschicken. Ich würde mir wünschen, da auch tatsächlich, dass wir alle dort Präsenz zeigen, dort alle unsere Anträge vorstellen, alle an dieser Vernetzung mitarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass dieser Termin, diese Treffen irgendwie bei uns in prominenter Stelle angekündigt werden, vielleicht sogar auch im Rahmen hier dieser Fraktionssitzung, damit jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Nichtsdestotrotz von Joachim die Anregung, dass man wirklich dafür Sorge trägt, dass es mindestens einen von uns ganz festen gibt, der da hingeht, halte ich auch für eine wichtige Lösung. Und ich biete mich da an, da auch entsprechend mitzuarbeiten und da irgendwie im Wechsel mit Joachim da irgendwie als feste Person zur Verfügung zu stehen. Oliver. Ja, Rollieren klappt, glaube ich, nur dann, wenn es einen gibt, der die Rollierungen verteilt. Also so wie der Ingo das macht, wenn wir Piratenstunde haben, was aber durchaus einen gewissen Aufwand darstellt, den man nicht haben muss, meiner Meinung nach. Ich hatte eigentlich den Joachim schon gebeten, beziehungsweise hatte das mal so gesagt, ja, dann übernimm das doch, und das wiederhole ich jetzt hier in der Öffentlichkeit, dann übernimm doch das mit der Vernetzung mit dem Bufo, beziehungsweise dorthin zu gehen am Donnerstag. Und wenn du nicht kannst, oder einfach mal so, wenn du meinst, ach, es könnte ja mal jemand anders machen, dann verteil den Job. Oder wenn sich jemand bei dir meldet, ich würde da gerne hin, ich habe einen tollen Antrag oder sonst was. Ich würde gerne jemanden, und in diesem Fall Joachim, sehen, dass er immer im Überblick hat, wer gerade hingeht und die Sache sozusagen insofern managt und im Wesentlichen selber hingeht und es dann verteilt. Fände ich einfach wesentlich praktischer, als wenn wir einen Dritten haben, der dafür sorgt, dass jemand da ist. Weil das klappt, wenn wir das ohne jemanden haben, der die Rollierungen verteilt, sowieso nicht. Weil wir hatten das bereits schon mal, dieses System. Dietmar. Professionalisierung ist das eine, Bürokratisierung das andere. Vernetzung mit dem Bufo und oder der Partei. Ich werde mir selbstverständlich nicht nehmen lassen, das auch weiterhin zu tun, wie ich es bisher auch getan habe. Rollierendes System ist so ein bisschen mechanisch und braucht eine gewisse Regel. Wir haben dienstags immer Fraktionssitzung. Donnerstags, wenn dann ist es donnerstags, diese Bufo-Mumble-Sitzung. Und wenn wir dann sagen können, wer es am Donnerstag macht, ist es doch auch gut. Also von daher, das hat bisher immer geklappt und das ist auch kein Riesenaufwand. Das war es auch nie mit der Piratenstunde oder so. Da wurde mal kurz gefragt, wer macht das? Das hat genau nicht mal eine Minute gedauert. Dann war das in der Regel klar und so sollte es meines Erachtens auch gehen. Allerdings bin ich auch dafür zu sagen, okay, einer hat den Hut auf, der immer darauf achtet, dass es auch tatsächlich durchgeführt wird. Und wenn das Joachim ist und der dann sowieso als Main Person da das gerne machen möchte, ist es überhaupt gar kein Thema. Aber dass es andere auch machen können, genauso, glaube ich, halte ich für gut, meine ich, dass das durchführbar ist. Toso. Ja, Großteil hat Dietmar gerade schon gesagt. Rollierendes System meinte jetzt nicht, wir sind durchnummeriert von 1 bis 19 und dann wird das auf Kalenderwochen aufgeteilt, sondern dass wirklich das abwechselnd gemacht wird, dass Dietmar dass Joachim das dann koordiniert, ist doch wunderbar. Aber es meint halt nicht, dass Joachim jedes Mal Donnerstag dann dabei sein muss. Das ist der Punkt. Daniel. Also die nächste Bufo-Sitzung ist ja nächsten Donnerstag, 14-tägig, hast du ja gesagt. Also mir ist eigentlich auch egal, was wir hier beschließen, weil ich habe den Termin sowieso fest im Kalender, ich habe den Kontakt geknüpft, dass die Caro hier letzten Endes hinkommt, merkst du was?
Ist aber auch egal. Also ich bin so oder so im regelmäßigen Kontakt und bin auch eigentlich regelmäßig in den Mumble-Sitzungen dabei. Ich finde es aber nichtsdestotrotz gut, wenn wir jemanden hier den Hut aufsetzen, dass das jemand irgendwie koordiniert. Halte aber das für ganz wichtig, was Toso halt eben gesagt hat, dass wir uns möglichst alle tatsächlich regelmäßig da irgendwie blicken lassen. Ja, wir haben alle einen Terminkalender, tragt euch diesen Termin ein, das ist relativ simpel. Ja, also ab nächste Woche Donnerstag, 14-tägig, 20 Uhr Mumble und dann ist das Ganze geritzt, dann geht ihr einfach dahin. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann sprecht ihr einfach in euer Headset, Mikrofon oder was auch immer. Punkt. Gut, keine weiteren Wortmeldungen und ich denke, wir kriegen das hin. Zwei konkurrierende Anträge. Joachim guckt da ein bisschen mit drauf und jeder guckt selber mal in seinen Kalender und sieht, was, wir haben konkurrierende Anträge, du kriegst gleich. Ja. Du möchtest konkurrierende Anträge zu diesem Tagesordnungspunkt vorstellen, bitteschön. Ich wollte die nicht vorstellen, aber so wie ich das aus der Diskussion rausgehört habe, gibt es zwei verschiedene Auffassungen. Einmal ein festes Team zu installieren, was dann auch da immer redet. Das wären dann an der Stelle, hatten sich da Joachim und Lukas gemeldet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zum anderen das wechselseitig zu machen, wobei Joachim koordiniert, dass mindestens einer immer da ist bei uns. Also wie Dietmar das beispielsweise vorgeschlagen hat, in der Fraktionssitzung in der gleichen Woche das einmal kurz zu besprechen. Das sehe ich schon als zwei konkurrierende Anträge. Also ich verstehe auch gerne ja mal was falsch, aber man möge mich dann an der Stelle korrigieren. Aber so habe ich es jetzt, also dann, so habe ich es jetzt verstanden. Was soll ich machen? Doch, kann man so sehen, Toso. Das heißt, wir stimmen die beiden konkurrierenden Anträge jetzt ab. Wer ist dafür, dass ein festes Team installiert wird? Hier jetzt eben wären das dann Joachim und Lukas, das fix zu den Bufo-Mumble-Sitzungen geht. Der hebt jetzt bitte die Hand. Eins, zwei, drei, vier. Danke. Wer ist dafür, dass Joachim da den Hut auf hat und die Leute abwechselnd mit ihm und oder alleine irgendwie dann die Mumble-Sitzung besuchen? Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, 13. Dann müssen wir jetzt nochmal final den mit den 13 Stimmen abstimmen. Nein? Gut. Also die Mehrheit ist dafür, dass Joachim den Hut auf hat und er das ein bisschen koordiniert auch. Wer da hingeht, dass auf jeden Fall immer mindestens einer da ist. Idealerweise lassen wir uns da vielleicht auch mal mit ein paar mehr Leuten sehen. Kai, du hast noch eine? Nicht? Gut. Er wollte nur winken. Wollte auch mal eine Abstimmung gewinnen. So, gut, dann haben wir das auch. Der nächste Tagesordnungspunkt ist der in den nicht öffentlichen Teil gehört. Das heißt, wir kämen jetzt schon zu Top 11. Oliver, ich glaube, da willst du ein bisschen was zu erzählen. Wie ich zufällig weiß, hat sich der Vorstand eigentlich entschlossen, diesen Top heute nicht abzustimmen. Ich stelle ihn mal vor, dann kann man sich vielleicht noch mal Gedanken drüber machen. Vielleicht kann man ihn dann fürs nächste Mal ein bisschen verbessern. Der Vorschlag, den habe ich am 2. Januar schon rumgeschickt, mit ein bisschen Silvesterstimmung. Der war zwei Veranstaltungen zu beschließen. Wie wir wissen, haben wir bisher jetzt auf etwaige Sommerfeste oder sowas verzichtet, wo man dann seine Lobbyisten einlädt und ein paar Schnittchen serviert, waren allerdings andererseits selber von unserem Engagement zum Tag der offenen Tür ganz begeistert, haben uns gedacht, ach, was haben wir eigentlich ganz gut gemacht, wir haben uns präsentiert, was wir hier so tun und das war eigentlich alles sehr positiv. Darum folgender Vorschlag, ich stelle ihn jetzt kurz vor, dann kann man sich da mal noch eine Woche drüber Gedanken machen. Erster Vorschlag, wir machen im November 2014, dann haben wir genau die Hälfte der Legislaturperiode geschafft, ein Bergfest.
Und zwar für die gesamte Fraktion, also alle Mitarbeiter, sowie Gäste aus dem Landtag und weitere Gäste aus dem Parlamentsbetrieb, gegebenenfalls Journalisten. Also im Grunde mehr oder weniger die Gästeliste so klassisch Sommerfest der anderen Fraktionen. Allerdings halt mit, je nachdem, was wir hinkriegen, umfangreichen Ausstellungen, Präsentationen unserer Arbeit und so ein bisschen vielleicht in Richtung Tag der offenen Tür. Einfach mehr oder weniger als kleines internes Event und natürlich auch als Ziel, um bis dahin dann was vorzubereiten. Deshalb würde ich gerne beide Termine relativ frühzeitig abstimmen, damit wir so einen riesigen Vorlauf haben, den man dann besser koordinieren kann. Zweite Sache, das seit langem von uns angedachte Sommerfest im Sommer 2015, dann haben wir 2/3 unserer Legislaturperiode geschafft, und zwar, da wir nur dann wahrscheinlich 1 machen in der Legislaturperiode und nicht 5, mit entsprechender Größe und entsprechend offen für alle, die kommen wollen, sich gegebenenfalls natürlich voranmelden müssen, das kann man da machen, am besten draußen mit Fallback bei Regen. Ich glaube, wenn wir das frühzeitig beschließen, kriegen wir das auch sehr gut hin. Gut, diese beiden Vorschläge habe ich am 2. Januar rumgeschickt, als Antrag für die Fraktionssitzung. Wir haben gestern gesagt, wir wollen es heute noch nicht beschließen, weil sicherlich Diskussionsbedarf besteht, beziehungsweise vielleicht man noch ein paar andere Ideen hat. Wenn es Kommentare gibt, ich bin soweit fertig. Daniel? Es geht um Feiern. Ich fühle mich gemüßigt, was sagen zu müssen. Da bist du Chef. Ja, genau. Du hast das gerade schön ausgedrückt, Oliver, was die bislang nicht veranstalteten Feste angeht. Ich habe schon verdrängt, was du gesagt hast, aber ich fand das sehr euphemistisch. Also zunächst, ich finde gut und wichtig, dass wir das tatsächlich machen. Ich finde auch, dass das Motto sozusagen dieses ersten Festes, ne, also was die Hälfte angeht, finde ich gut. Wobei jetzt für mich persönlich, da müssten wir uns über einen gewissen Titel unterhalten, weil die Hälfte geschafft, finde ich eher irgendwie so negativ, hat irgendwie so einen negativen Touch. Ja. Ansonsten, ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn wir es danach allerdings dann tatsächlich hinkriegen, nochmal sowohl 2015 als auch 2016 was auf die Beine zu kriegen. Und das kann ja auch durchaus was Größeres, Open-Air-mäßig oder sowas, wie das da beschrieben was sein, aber da würde ich mich jetzt nicht auf eine Feierlichkeit festlegen, aber, und das sollten wir tatsächlich relativ zeitnah tun, da wirklich so den Rahmen abzustecken im Prinzip, also auch für nächstes und übernächstes Jahr, weil erfahrungsgemäß vergessen wir es sonst und plötzlich ist dann irgendwann Sommer und irgendjemand sagt, hey, lass uns ein Sommerfest machen, ach nee, zu spät. Also von daher, lass uns das bitte ganz, ganz zügig irgendwie hinkriegen und danke, dass du daran gedacht hast. Ja, Dirk, ich glaube, ich habe den Eindruck, wir sind damit fertig. Jetzt musst du erstmal bei allen ein bisschen sacken. Bitte. Okay, also wenn wir jetzt quasi mit dem Thema durch sind, es geht in die Richtung, ist aber nicht ganz das Thema, weil wir jetzt auch mit frühzeitigen Beschlüssen hier kommen, aufgrund Planung und so weiter und so fort. Es kam halt auch aus der Belegschaft der Hinweis, der nicht ganz unberechtigte Hinweis für das nächste Weihnachtsfest, was ja mit Sicherheit kommen wird am Ende des Jahres, vielleicht frühzeitig einen Beschluss zu fassen, damit man schon mal zumindest eine Örtlichkeit finden kann, weil es jetzt wohl letztes Jahr... ist nur ein Hinweis, wir müssen es nicht machen. Ich sage es nur, dass der Hinweis kam, ne? Weil es letztes Jahr halt knapp wurde mit Buchen und so und Örtlichkeiten. Ist nur ein Hinweis. Dirk, super Idee. Mach doch bitte einen Vorschlag für die nächste Tagesordnung. Tagesordnungspunkt an Antrag@. Dann wird das auch mit auf die Tagesordnung gebracht. Daniel? Also ich sage es mal mit Nikos Worten. Ich glaube, das ist so klassische Vorstandsarbeit. Also ich würde das gerne an den Vorstand quasi hochdelegieren, sich da irgendwie über Termine Gedanken zu machen und das in die Hand zu nehmen. Danke, der Tose freut sich über meinen Einwand, so wie ich das sehe. Ich tippe mal, das soll ungefähr im Dezember stattfinden, ne? Das Sommerfest. Nein. Das Sommerfest auf jeden Fall im Dezember. Gott.
Okay, wir machen eine kleine Planänderung, auch lieber Stream. Wir sind nämlich zügig durchgekommen, haben jetzt noch den nicht öffentlichen Teil. Deshalb schlage ich vor, wir machen jetzt eine... Sonstiges? Willst du jetzt Sonstiges machen? Dann machen wir das jetzt erstmal. Dann Daniel, Sonstiges. Okay. Die Erfahrung, also zwei Sachen sind das eigentlich. Erstens, die Erfahrung aus den letzten Fraktionsmumble-Sitzungen zeigt, für mich zumindest, dass wir dadurch sehr viel Zeit gewinnen für die zumindest jeweils kommende Fraktionssitzung, so wie jetzt auch heute dann wieder bewiesen ist. Dazu zwei Dinge. Also erstens, wir könnten uns dann für diesen Dienstag, für die Fraktionssitzung, also für die Fraktionssitzung auf die Mammelsitzung drauf, könnten wir uns auch Dinge vornehmen, für die wir vielleicht einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ne? So Dinge, die wir sonst immer irgendwie vor uns herschieben oder sagen, lass uns das mal machen oder jemand müsste mal, wären tatsächlich gut angebracht, die an diesem Tag zu machen. Zweitens, ich finde es blöd, das hat mir gestern überhaupt gar nicht gefallen, dass wir dann in der Mammelsitzung, also die Mammelsitzung haben wir geschaffen, um Anträge zu besprechen. Wir haben aber gestern in der Mammelsitzung dann plötzlich auch andere Dinge besprochen. Ne, wir haben über den Studienfonds gesprochen, wir haben über PGF, über Schriftführer gesprochen. Finde ich suboptimal. Also da finde ich schöner, wenn wir diese Themen tatsächlich weiter auf dem Dienstag belassen würden. Es sei denn, es ergäben sich aus irgendeiner Form eine besondere Dringlichkeit, dann könnte man das sicherlich auch da ansprechen. Dann sollten wir allerdings dann in dem Moment darüber reden, ob wir darüber reden wollen tatsächlich. Ja? Ansonsten ist eigentlich dieses Montags-Mumble für die Antragsvorstellung und die entsprechende Beschlussfassung. Dazu dann auch noch, was die Beschlussfassung angeht, wir machen dieses Montags-Mumble, um die Anträge zu beschließen. Wir brauchen vorher keine Umlaufbeschlüsse oder Sonstiges, das ist relativ überflüssig und das hat auch gestern die Diskussion im Mumble dann wieder gezeigt. Wir diskutieren sowieso wieder über den Antrag, also das ist wirklich unnötig wie sonst irgendwas, dass wir vorher Umlaufbeschlüsse machen. Da mag es auch Ausnahmen geben, wenn aus welchen Gründen auch immer, aus taktischen, aus PR-mäßigen Gründen oder was, ein Antrag schon vorher irgendwie raus muss, okay, können wir darüber reden, aber das sollte eigentlich nicht so der Standardfall sein, finde ich irgendwie suboptimal. Ich spreche nicht an, dass auch da wieder nicht alle Anträge eben freitags fertig waren, sondern teilweise erst gestern irgendwann im Laufe des Tages oder erst in der Sitzung dann sogar noch dazu gekommen sind, besser was? Oder sogar danach. Ja, genau. Und dann, und das ist so der zweite Punkt eigentlich, den ich damit ansprechen wollte unter Sonstiges, wir hatten seinerzeit gesagt, dass wir, also meinen Vorschlag ja angenommen, dass wir diesen Montag nehmen als Fraktionsmumble, hatten das eigentlich für letztes Jahr dann festgelegt. Tose und ich hatten uns irgendwann Anfang des Jahres verständigt, ganz intransparent in einer Hinterzimmerrunde, dass wir das auch für den Januar einfach mal so festhalten wollen. Wir sollten allerdings darüber reden und beschließen, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Wollen wir also diesen Montag beibehalten oder wollen wir diese Diskussion aufgreifen und das irgendwie verändern, verschieben, wie auch immer. Bitte? Ja? Nee. Wo steht das? Du bist der Einzige, der sich daran erinnert, darüber solltest du dir mitverweisen. Dass das Januar 2014 hinaus ein Beschluss? Dass wir an dem Montag vor der Plenarsitzung festhalten. Ja, aber nur für letztes Jahr. Oder vertue ich mich jetzt da? Ja. Vielleicht kann das noch jemand recherchieren bis nächste Woche, ansonsten ist jetzt Nico dran. Anderes Thema, was ich jetzt ja zumindest hier bekannt geben oder die Runde mal schmeißen wollte, mit der Funktion parlamentarischer Geschäftsführer ist natürlich ein gewisses zeitliches Engagement verbunden, wie jeder weiß, und es wird dann schwieriger, andere Funktionen hier gut zu erfüllen mit dem nötigen Engagement, auch zeitlichem Engagement. Dazu gehört bei mir zum Beispiel auch die Funktion Vorstand in unserem Versorgungswerk, wo ich jetzt eigentlich Ende Januar reingewählt oder vorgeschlagen bin in der Nachfolge von Robert. Und ich hatte schon mal rumgefragt,
es steht jetzt nicht auf der Tagesordnung. Von daher, als möglicher Interessent hatte sich jetzt Thorsten Sommer hier zur Verfügung gestellt, was ich sehr begrüßen würde, mich dazu zu entlasten. Ich möchte aber jetzt hier nicht die TO kapern oder so, weil der Top nicht vorher bekannt gemacht war. Ich würde aber diejenigen bitten, die sich das vielleicht auch vorstellen könnten, sich dann noch heute sozusagen sich das zu überlegen, zu melden, damit ich so schnell wie möglich einen Umlaufbeschluss in der Richtung auf den Weg bringen kann und das der Verwaltung melde. Ja. Okay. Das wäre nett, das war's. Michel? Ja, ich muss jetzt leider das, was der Nico gesagt hat, ignorieren, weil ich auf Daniel antworten wollte. Ich stimme dem Daniel zu, dass das sehr viel Zeit spart. Ich finde, wir sollten sogar überlegen, ob wir nicht, gerade wenn zwischen zwei Fraktionssitzungen, zwei Plenarsitzungen eine längere Zeit liegt, ob wir dann nicht dazwischendurch auch mal so einen Montag, der dann eben nicht Antragsmontagsmumble ist, sondern allgemeines Fraktionstreffen im Mumble, dass wir sowas mal zwischenschieben, um einfach vielleicht auch Themen zu diskutieren, die von öffentlichem Interesse auch sind oder auch von Parteiinteresse sind, die wir hier sonst auch teilweise diskutieren, ich sag mal mehr oder minder unter Ausschluss der interessierten Öffentlichkeit, die jetzt nun mal arbeitet und Ähnliches. Ob man sowas nicht zwischendurch mal einschieben kann, ich halte das für eine Idee, die man zumindest diskutieren sollte. Ist ja auch von mir. Und das Zweite ist... Obwohl sie von mir ist, das ist das richtige, danke Toso, obwohl sie von mir ist, könnte man sie diskutieren. Und das Zweite ist, ganz kurz zu zwei Dingen, also das erste Schule- und Studienfonds, da geht es um einen Antrag, nämlich um einen Entschließungsantrag, das sei zur Verteidigung dessen gesagt. Und das Letzte, nochmal die Entstehungsgeschichte dieses Karenzzeitenantrags wurde ja gestern im Mumble auch angemerkt. Ich habe nochmal recherchiert heute Morgen. Der Daniel Schwert, obwohl er nun krank ist und nicht hier sein kann, ist tatsächlich sehr aktiv gewesen, schreibt jede Menge E-Mails und hat unter anderem gestern Morgen ja eine E-Mail geschrieben, in der er sagt, wenn jemand Lust hat, sich da auf Landesebene drum zu kümmern, dann möge er das tun. Ich habe das im Zusammenhang gesehen mit den Nebeneinkünften und überhaupt allgemeinen Parlamentarismus, das ist nun mal im Hauptausschuss angesiedelt, habe mich gemeldet, habe das gemacht und habe tatsächlich erst auf den Hinweis von Moni im Mumble gestern ist mir überhaupt klar geworden, dass das Ganze ein Problem sein könnte, weil nun mal die Frist nicht eingehalten wurde. Ich bin ja selber ein Verfechter dieser Frist und ich muss mich in diesem Fall ganz klar entschuldigen, weil ich in dem ganzen Eifer gestern diesen Antrag zu Ende zu schreiben, diese Frist einfach überhaupt nicht mehr im Kopf hatte und völlig missachtet habe. Das sollte natürlich in Zukunft nicht so sein. Oliver. Daniel. So, zunächst ein Kurzkommentar. Ich sehe auch, dass Sie die Entschließungsantragssachen und Änderungsanträge in das Mumble durchaus gehören. Und ich sah in dem Fall, das ist jetzt praktisch die Ausrede, die Schriftführersache auch als Antrag, weil wir reichen ja im Grunde einen Antrag genau wie die anderen Anträge dazu ein. Ich wollte anregen, die Entscheidung, ob wir jetzt weiter montags Anträge, diese Sitzung machen, nicht irgendwie nächstes Mal nochmal zu besprechen. Ich finde, diesen Antrag können wir jetzt ruhig abstimmen und habe einen geschrieben, der heißt, also ich würde diesen Antrag gerne stellen, natürlich kann man vorher noch die Diskussionsrunde ausklingen lassen. Ich würde gerne den Antrag stellen, wir beschließen weiterhin an Montagen unmittelbar vor Antragsdienstagen 20 Uhr einer Fraktionssitzung im Mumble für die Antragsbearbeitung stattfinden zu lassen. Die Redner jetzt auf der Rednerliste, wollten die zu dem Thema reden oder was anderes zu Sonstiges sagen? Ich wollte nur was zum Thema. Gut, dann machen wir die drei noch, dann ist jetzt der Joachim dran. Ja, wahre Freiheit besteht ja darin, Dinge tun zu können, obwohl der Michel sie vorgeschlagen hat. Ich möchte den Vorschlag, den Michel gerade gemacht hat, ausdrücklich mal aufgreifen, zu sagen, wir machen auch mal außer der Reihe eine extraordinäre
gegenüber den ordinären Fraktionssitzungen in Mambel, die jetzt nichts mit der Antragswoche zu tun hat. Ich würde aber dafür sprechen wollen, dass das die Ausnahme bleibt. Das war quasi im ich sag mal, Fraktions- im Parteileben im Jahr so ein paar Highlights haben, wo wir halt allgemeinpolitische Fragen mit der Partei und öffentlich eben diskutieren. Finde ich eine tolle Idee, danke. Der Mitarbeiter, ach, Ingo, du bist dran. Das schiebe ich. Daniel, dann bitte. Verschieben ist auch gut. Passen vielleicht? Ja. Check. Was wollte ich denn zu dir sagen? Scheiß Alzheimer, keine Ahnung. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Der Antrag Karenzzeiten. Ich muss das jetzt sagen, weil du es jetzt halt nochmal gesagt hast. Du kannst allerdings möglicherweise halt nichts dafür. Das war gar nicht böse gemeint. Ich spreche mich aus. Dieser Vorschlag, Antrag Karenzzeiten. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, um nicht gegen unsere Vereinbarung bei der Klausurtagung zu verstoßen. Wir haben zu Beginn einer Pause gab es diese Frage vom Daniel auf der Klausurtagung. Ich hoffe, der ein oder andere erinnert sich und ich bin nicht der Einzige, der das mitgekriegt hat. Ob jemand diesen Antrag stellen möchte. Zu dem Zeitpunkt waren weder Toso noch Michelle im Raum. Irgendjemand, und daran erinnere ich mich allerdings nicht mehr, hatte sich den Hut aufgesetzt, dich bzw. Toso darüber zu informieren und zu klären, ob von euch das jemand übernehmen möchte. Ja, das war da die Absprache. Ob das in irgendeiner Form erfolgt ist, weiß ich nicht. Also ich möchte hier nur ganz klar, ich sag das deswegen, das ist also nicht von Daniel dann gestern Morgen irgendwie gekommen, um dann noch schnell irgendwie einen Antrag reinzuschieben, ne, sondern diese Initiative, die gab es schon auf jeden Fall während unserer gemeinsamen Klausurtagung in Bonn. Nur, sagen wir mal, irgendwie hat das nicht funktioniert. Ja? Und der Michel möchte auch noch was sagen. Daniel, dir sei verziehen, dass du vergessen hast, uns Bescheid zu sagen. Das, Daniel. Das, lieber Michel, ne, weise ich natürlich von mir. Dass, also nein, ich war es tatsächlich nicht, ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Gut, das wird jetzt auch immer unser Geheimnis bleiben. Nichts verlässt den Raum, ihr habt das alle unterschrieben. Wir haben hier noch einen Antrag abzustimmen, den Oliver ins Pad reingeschrieben hat. Wer dafür ist, dass wir weiterhin an den Montagen unmittelbar vor dem Antrag dienstags um 20 Uhr eine Fraktionssitzung Mammel machen zur Antragsbearbeitung. Wer dafür ist, hebe bitte jetzt die Hand. Dietmar, jetzt hebt die Hand. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Einstimmig bei einer Enthaltung. Möchtest du jetzt noch was sagen? Dann kann er das nach Birgit tun. Die steht zuerst auf der Liste. Ach, du stehst auf der Liste. Entschuldigung. Gut, dann Birgit jetzt. Ich habe noch eine Kleinigkeit bei Sonstiges, nur als Ankündigung. Ich würde gerne nächste Woche noch mal kurz drüber sprechen, weil Frank jetzt nicht da ist, über so Kommunikation und so weiter. Weil gestern war ja wohl so eine Veranstaltung mit Innen und Recht. Und da habe ich halt davon erfahren, vielleicht habe ich mich auch doof angestellt, aber ich habe davon erfahren, weil mir Leute aus Berlin gesagt haben, sie würden nach Düsseldorf fahren. Und dann habe ich gefragt, was macht denn ihr in Düsseldorf? Ja, da ist so eine Veranstaltung von euch. Habe ich gedacht, das ist schön. Und vielleicht hätten ja auch einfach viel mehr Leute Interesse gehabt, dazuzuhören, wenn sie denn davon gewusst hätten. Jetzt, Ingo, wolltest du jetzt noch was sagen? Nee, hat sich da wahrscheinlich erledigt, ne? Dann ist jetzt, Olaf war dazwischen euch auch noch. Michelle? Lass den Dietmar erst antworten. Dietmar möchte antworten, okay. Folgendes, und im Übrigen würde ich das dann gerne noch mal thematisiert wissen, wenn Frank da ist. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Ursprünglich war es so, ich möchte nur kurz zum Ablauf was sagen, damit Birgit jetzt nicht ohne irgendwas rausgeht.
Ursprünglich war es so, dass wir in Berlin verabredet hatten, dass Dirk und ich die Orga machen. Das hatte sich dann aber in Absprache zwischen Dirk und Frank, wenn mir das richtig mitgeteilt worden ist, dahingehend verschoben, dass Frank gesagt hatte, er macht das mit Lara. Das wiederum habe ich dadurch erfahren, dass Lara zu mir kam und sagte, sie macht das. Okay, habe ich gedacht. Ich sage, ich weiß davon nichts. Ich sage, für mich ist das, das ist jetzt ja schon 2-3 Monate her ungefähr. Ich sag ja. Nur zum Ablauf. Gut. Ist okay. Ja, ja. So, jetzt Hurtig, Nico und dann Michelle. Würdest du auch noch? Ich habe noch mal einen Punkt für sonstiges. Ja, mal gucken. Ja, ja. Nico möchte nicht mehr Michelle. Und dann sonst Olaf. Okay, also ich habe tatsächlich eigentlich ein sonstiges für den nicht öffentlichen Teil. Von daher, ich bin ja der Formalfu-Mensch, von daher muss ich sagen, dass ich nachher auch, also dass ich einen Antrag stelle, einen nicht öffentlichen Teil zu machen, wo es um eine Aktion geht, die wir besser erstmal intern besprechen sollten, bevor wir sie veröffentlichen, obwohl sie schon teilveröffentlicht ist. Wir haben eigentlich zu Sitzungsbedingungen, wenn das für alle in Ordnung ist, dann müssen wir den auch noch kurz abstimmen, ob wir das auch gleich noch im nicht öffentlichen Teil. Ich meine, das ist formal wichtig. Ich möchte das im Mammel machen. Gut. Könnt ihr euch noch mal kurz konzentrieren, ist gleich Pause. Wer ist dafür, dass wir für Michelles Thema auch noch im nicht öffentlichen Teil ein Zeitfenster haben? Der hebt jetzt bitte die Hand. Das ist einstimmig, vielen Dank. Olaf, ich glaube, wir brauchen keine 15 Minuten mehr, oder? Dann mach du als letzter Redner bitte noch. Problematik ist einfach die, ich kenne das Ding auch erst in der letzten Fassung seit gestern. Es ist ein Entschließungsantrag. Es geht um einen Antrag, den hat die FDP mal vor einiger Zeit gestellt, und zwar Lebensqualität von schwerstkranken Kindern und ihrer Familie verbessern, pädiatrische Palliativ- und Hospizversorgung und Betreuung bedarfsgerecht weiterentwickeln. Wir hatten uns damals, okay, der ist bis jetzt ja nur im Plenum gewesen und ist dann in den Ausschuss überwiesen worden. Wenn der Antrag so gewesen wäre, hätte ich empfohlen, diesem Antrag zuzustimmen. Jetzt ist es so, dass ich innerhalb des Ausschusses die Leute zusammengetan haben und jetzt gibt es einen gemeinsamen Antrag von allen Fraktionen. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen aufgeweicht worden, ist aber schon für meine Begriffe steht da ziemlich viel drin, nicht direkte Kritik an der Regierung, aber was man zumindest besser machen könnte. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir mit auf diesen Antrag draufgehen oder nicht. Ich kenne genau das nächste Problem, ihr kennt den Antrag jetzt alle nicht. Ist mir klar. Das Problem ist allerdings auch der, wenn ich das jetzt noch mit einem Umlaufbeschluss mache, müsste ich die Antwort eher haben, ehe ich den Umlaufbeschluss abschließen könnte. Weil, soweit ich weiß, müssen wir den ja 24 Stunden. Nee, der muss nicht heute eingereicht werden, aber ich muss es morgen in der Frage, ich muss es morgen wissen, weil der geht gar nicht mehr, dieser Antrag geht gar nicht mehr ins Plenum, der geht direkt, der wird ja jetzt im Ausschuss abgestimmt. Und da ist jetzt die Sache. Dafür stimmen würde ich schon, auch wenn wir nicht draufstehen, und ich würde auch jederzeit empfehlen, dass wir da draufstehen. Und jetzt ist eben eine Frage, zwei Fragen eigentlich. Ich sehe die formellen Schwierigkeiten, das jetzt abzustimmen. Die Frage ist die, hat jemand eine Idee, wie man das jetzt formell noch sauber regeln kann? Oder bleiben wir von dem Antrag runter, denn eben so nach dem Motto, wir können es nicht formell regeln, oder sollen wir es abstimmen? Ich muss sagen, wir haben ja hier schon mehrmals auch Anträge abgestimmt, deren Texte auch nicht vorher bekannt waren. Ich möchte es nur trotzdem jetzt keinen überfahren oder so. Gut, ich habe mich gerade auch gemeldet. Um wie viel Uhr ist denn morgen der Ausschuss? 15.30 Uhr. 15.30 Uhr? Ja, dann hau das Ding doch jetzt in Umlaufbeschluss, hast du doch 24 Stunden. Alles kein Problem. Danke.
Daniel und dann Michel. Also, ich wollte einfach nur sagen, Olaf, mach das doch bitte so, wie wir das sehr häufig in den Ausschüssen machen, wo im Prinzip unsere Ausschussvertreter das einfach so entscheiden. Toso hat gerade so eingeworfen, einfach machen. Also mein Vertrauen hast du da und das haben wir in anderen Ausschüssen auch schon immer so oder schon oft so gemacht, dass wir einfach auch Anträgen da irgendwie beigetreten sind. Das besprechen wir im Regelfall auch nicht groß. Wenn du es vorher hinkriegst, dass wir einen Umlaufbeschluss machen, ist das super sauber. Aber ansonsten hast du da auch mein Vertrauen, so zu handeln, wie du das meinst, dass es richtig ist. Gut, dann Joachim und dann hat, glaube ich, zum anderen Thema Birgit nochmal. Stichwort Vertrauen und Kontrolle. Ich stimme dem zu, was der Daniel gerade gesagt hat. Trotzdem finde ich es gut, Olaf, dass du das hier nochmal in die Runde einbringst. Und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft in allen Fällen so ist. Dass man tatsächlich das Draufspringen auf Anträge, auf gemeinsame Anträge, beziehungsweise auch das Abstimmungsverhalten, wenn es denn irgendein kritisches Thema ist oder auch wenn es ein weniger kritisches Thema ist, wenn man das nach Möglichkeit vorher in der Fraktion kommuniziert, das wäre sehr wertvoll, weil in dem Moment weiß auch diejenige Stelle, wie jetzt der Nico oder ich, die Fraktion nach außen vertreten müssen, was Ambach ist. Und ich würde mir wünschen, dass das dann als Tagesordnungspunkt gemeldet wird für die Tagesordnung, nicht unter sonstiges. So, Birgit. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob das irgendwie an mir vorbeigegangen ist, vielleicht habe ich da nicht aufgepasst, was so da diese Abstimmsachen angeht. Ich bin auf Twitter gelaufen. Nee, keine Ahnung, aber manchmal kriegt man ja was nicht mit, weil ich mich so erinnere, dass wir mal irgendwann gesagt haben, wir machen das mit dem Abstimmen jetzt mit diesen Widerständen und jetzt machen wir das nicht mit den Widerständen und ich wollte nur mal fragen, wo da die Entscheidung für war, wann wir jetzt wie abstimmen. Ich habe das jetzt ziemlich eigenmächtig heute hier gemacht, weil wir irgendwann mal in der dritten Verneinung des sechsten Widerstandes waren. Und dritte Kaskadierung, zweite Verneinung, und ganz einfach. Ja, und ich wollte es mir einfach ein bisschen einfacher machen und habe gedacht, wenn es jetzt um klare Ja-Nein-Entscheidungen für Anträge geht, stimmen wir es einfach so ab. Ich denke, dass bei anderen Sachen die Widerstände abfragen sinnvoll ist. Ich denke aber hier bei diesen ganz, ganz einfachen Entscheidungen, es ist mir einfach einfacher. Wenn ihr alle wollt, dass wir es wieder mit Widerständen machen, dann können wir das auch tun. Für mich war es jetzt einfach heute leichter. Nur zum Formalkram. Die Entschlusslage sagt, ihr wolltet das bis Ende Dezember ausprobieren. Das war beschlossen worden, nachdem ihr von der Klausurtagung wiederkamt. Und danach sollte das neu überlegt werden. Es ist ja toll, dass wir es jetzt heute abgestimmt haben. Ja. So, ich sehe keine weiteren. Nein, also das heißt, wir haben jetzt abgestimmt, dass wir das nicht so machen. Oder? Doch, wir haben keine Regelung. Nee, das war jetzt am Montag. Wir haben das nicht abgestimmt. Möchtet ihr das abstimmen, ob wir das zukünftig wieder mit Widerständen machen? Oder möchtest du das abstimmen? Ich möchte einen Vorschlag machen. Die drei jetzt, ich weiß nicht, wer zuerst war. Also ich würde den Vorschlag machen, das erstmal grundsätzlich der Sitzungsleitung zurzeit zu überlassen, was die Sitzungsleitung aktuell für praktikabel hält. Und ich glaube, wir werden dann einen Modus wie Wendy finden, wo wir alle glücklich mit sind, dass es sicher sinnvoller ist, öfter mal auf systemisches Konsensieren zu setzen, einfach weil es verbindender ist als trennende Abstimmung, ist uns inzwischen allen bekannt. Bloß es gibt halt Sachen, da geht es jetzt hier um formale Abstimmungen und nicht um Herzblutangelegenheiten. Da können wir, denke ich, auf systemische Konsensieren an der einen oder anderen Stelle verzichten. Bei Dingen, die jetzt wirklich viel, viel strittiger sind, ist systemisches Konsensieren, glaube ich, schon sinnvoll. Das muss dann aber auch relativ eindeutig sein. Aber das zu beurteilen, würde ich im Einzelfall halt der Sitzungsleitung überlassen an der Stelle. Ich hatte da auch den gleichen Gedanken, wenn wir in irgendwelche Sachen gehen, wo wir irgendwie bis ins ganz viel Uneinigkeit und dramatische und große Entscheidungen und mit ganz vielen Auswahlmöglichkeiten, dann macht das sicherlich eher Sinn, denke ich, als wenn wir jetzt einfach über Anträge, die ins Plenum gehen, abstimmen. Michel. Wer auch immer Mitarbeiter ist, der da vor mir dran ist, der muss jetzt leider warten. Ich möchte tatsächlich um eins bitten, weil mir das aufgefallen ist bei der letzten Runde und Gott sei Dank im Gegensatz dazu gestern, dass wir bei politischen Anträgen, die fertig sind, wo es nur darum geht, bringen wir die ein oder nicht, dass wir uns
wir müssen uns ja jetzt nicht darauf festlegen, das jetzt beschließen oder so, aber dass wir uns mal tief ins Herzchen ritzen, dass wir dafür bitte keinen Konsensieren benutzen, weil es nützt uns überhaupt nichts zu wissen, dass am Ende, ich sag mal, zwei Leute extrem gegen einen Antrag sind, wenn dieses Konsensieren am Ende der Diskussion steht. Ja, wenn, dann müsste ich ja danach fragen, warum bist du dagegen, was können wir noch verbessern und so weiter. Wenn so ein Antragsprozess durchgelaufen ist, ist am Ende wirklich die Frage, machen oder nicht machen und das mit dem Konsensieren zu beschließen, das haben wir vor zwei Runden sozusagen gemacht. Das fand ich extrem unglücklich, weil am Ende kamen Widerstände dabei raus und ich finde es blöd, einen Antrag einzubringen gegen den Widerstand von Leuten hier, weil dann hätte man noch mehr diskutieren müssen über den Antrag. Das war das eine. Und jetzt das Formale. Wir sind natürlich 9 Minuten drüber. Wir hätten eigentlich abstimmen müssen, ob wir weitermachen oder so. Da hast du vollkommen recht. Gut, ich glaube, wir sind jetzt am Ende von Sonstiges. Wir machen jetzt Pause bis 11:55 und machen dann weiter mit einem nicht öffentlichen Teil. Und lieber Stream, ich glaube, wir kommen danach auch nicht mehr wieder, weil es keine offenen Tagesordnungspunkte mehr gibt.